Moment mal. Sieht daran, weil ich hier am Fährhafen bin, am Raumhafen. Am Raumhafen kann man den nicht benutzen. Oder lag es an der Instanz? Oder an der? Geht auf jeden Fall schneller. Danke, dass ihr meinen Sohn zurückgebracht habt. Ich weiß nicht, was mit meinem Mann geschehen ist, und es ist mir auch egal. Bald wird Siam in einer Fähre nach Korriban sitzen. Ihr tatet, was notwendig war. Ich bin ein Profi. Ich bringe jeden Job zu Ende. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Siam mag mich dafür hassen, dass sein Vater tot ist. Aber wie ich höre, bringen Hass und Trauer gute Sith hervor. Wenn ich daran denke, wie viele Sith ich mit meinem Jedi-Ritter erledigt habe, wird er vermutlich nicht lange leben. Halt, Moment mal, ich muss hier noch zurück. Mist. Hey Kollegen, ich bin Jory Brayden. Was ist passiert? Ist der alte Mann... Jemand wird dafür bezahlen. Nein. Der alte Mann ist wirklich tot. Aber er war verdammt. Wartet. Ihr hattet etwas damit zu tun. Bist du verrückt? Warum sollte ich sie töten? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es ist nur... Ich kenne Brayden schon seit Jahren. Ich weiß, dass ihr keinen Grund hattet, ihn zu töten. Ich kann nur nicht fassen, dass er fort ist. Es muss einen Weg geben, herauszufinden, was passiert ist. Ihr habt recht. Es gibt einen. Ich habe mit Jory ein Überwachungssystem in diesem Raum installiert. Alles, was hier passiert ist, sollte aufgezeichnet worden sein. Stellt den Monitor an. Mal sehen, wer das getan hat. Verdammt. Jemand hat die Aufzeichnung beschädigt. Teile davon lassen sich aber noch abspielen. Also los. Eine Bewegung und ihr seid tot. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, zieht ihr euch langsam und vorsichtig zurück. Oh, ich weiß ganz genau, was gut für mich ist. Die große Jagd zu gewinnen wird nicht nur gut, es wird großartig. Nach meinem Sieg wird der Name Taro Blatt in der ganzen Galaxis bekannt sein. Und ich berechne extravagante Preise für meine Dienste. Nicht wahr, Selin? Die höchsten in der Galaxis. Nur die Reichsten der Reichen werden sich eure Dienste leisten können. Taro Blatt, ich habe von euch gehört. Vor 10 Jahren wurdet ihr bei der großen Jagd beinahe von den anderen Mandalorianern verkrüppelt. Ach das, das war nur ein Missgeschick. Dieses Mal werde ich gewinnen. Und das wird um einiges leichter, wenn meine Konkurrenz nur noch aus meinen mandalorianischen Gefährten besteht. Dieser Twi'lek-Vibro-Klingenmeister von Ord Mantell? Erledigt. Der Chiss-Droiden-Konstrukteur mit der Vorliebe für Sprengstoffe? Erledigt. Jetzt muss ich nur noch euren Schützling ausschalten. Kunta Chuta, Kasuya Likulira, Kanki Kung. Das ist ein Irrtum. Die Regeln verbieten lediglich das Töten eines Konkurrenten, bevor die Zeit gekommen ist. Deshalb sind die erwähnten aufstrebenden Talente auch noch am Leben. Ich habe sie nur aus dem Rennen genommen. Und wie bremst man einen anstürmenden Gundark, Selin?
Indem man ihm seine Beine wegschießt. Indem man die Crew des Neulings beseitigt. Ich warte derweil draußen unschuldig und nichts ahnend. Jory, er schießt sie. Zu spät, alter Mann. Dieser Mistkerl. Er hatte nicht einmal den Mut, sie selbst zu töten. Seine Schergen haben es für diesen Feigling getan. Das Großmaul, das dafür verantwortlich ist, behauptet, er sei Taro Blood. Er ist eine große Nummer, selbst für einen Mandalorianer. Taro Blood hat von Anfang an Aufsehen erregt. Es heißt, dass sich alle gegen ihn verbündet haben, als er bei der großen Jagd mitgemacht hat. Dieses Mal mischt er die Karten wohl lieber gleich zu seinen Gunsten. Wenn es stimmt, was er sagt, dann hat er auch schon ein paar andere Konkurrenten ausgeschaltet. Taro Blood ist bei der letzten großen Jagd nur knapp mit dem Leben davongekommen. Er war jahrelang ans Bett gefesselt. Ziemlich üble Verletzungen. Wenn Blood wirklich die große Jagd gewinnen will, ist unsere beste Chance, ihn zu kriegen, dass wir euch eine Teilnahme verschaffen. Ich bin hier, um die große Jagd zu gewinnen. Das hat sich nicht geändert. Das Problem ist, dass Brayden unsere gesamten Credits ausgegeben hat, damit wir hierher kommen. Wir sitzen auf diesem blöden Planeten fest. Nemro der Hutte ist der einzige Verbrecherboss in der Gegend, der genug Einfluss hat, um euch bei der großen Jagd zu unterstützen. Wir brauchen ihn jetzt dringender als je zuvor. Wenn niemand weiß, dass Brayden tot ist, sollte ich eigentlich ein Treffen mit Nemro für euch arrangieren können. Dazu werde ich so ziemlich jeden Gefallen einfordern müssen, den ich kann. Und ich brauche die Erkennungsmarken von euren Zielen. Das sollte für zwei Beerdigungen reichen. Das muss dann wohl reichen. Ich werde etwas Schönes für sie arrangieren, was mir eben auf dieser Kloake von einem Planeten gelingt. Ich habe getan, was ich konnte, um euren Ruf aufzubauen. Aber nun müsst ihr sogar noch beeindruckender sein. Nemros Feinde lauern überall in der Stadt. Schaltet ein paar von ihnen aus, bevor ihr zum Palast geht. Das wird dem Hutten gefallen. Sollte ja kein Problem sein. Da haben sie nicht wirklich drüber nachgedacht, wenn man sich das mal so ansieht. Eine Leiche mit einem Lebensbalken. Auch nicht schlecht. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Eine Menge los. Schon. Da steht so einer, aber hier hinten ist auch noch einer. Dürfte ja reichen. Genau, da hätte mich dann hier hingebracht. Aber eigentlich lohnt es sich ja hier in dem Gebiet ja gar nicht wirklich, von hier hierher zu fliegen. Oder hierhin. Moment mal. Ach, egal. So, jetzt kommen wir eigentlich sogar mit zu einem der besten Plätze in dem Spiel. Was nämlich daran liegt, weil es hier in dieser Kantine einen Haufen Easter Eggs gibt. Erstmal die beiden. Schnellschütze. Pistolenschütze.
hauen. Hier haben wir's. Wookies sind ja dafür bekannt, jemanden die Arme auszureißen. Na gut. Muss ich lang? Oh, hinten rechts. Ich habe gar nicht gesehen, dass das hier grün ist. Habe nur auf die beiden da geachtet. Sekretärin. Boss, kleines Frauchen bettelt um Aufmerksamkeit von mächtigem Nemo. Igoramo, Uban Joraliba ist im Bobo. Rundikaba, Kyotoba, Bubanda Bakamul Sanita. Ich fühle mich geehrt, eure Anwesenheit genießen zu dürfen, großer Hutte. Kili Kali Koka. Chiliska Tananga Ime Chai Joe Ronchika Ugly Yoga Chesko Bakuta Gliska Takaya Oska Kadwachine Boiga Manulia Opa Kisa Spina Perupa. Marco hat vielleicht das eine oder andere übertrieben. Nun Chabdi Chawa Choto Gekwanga Joska. Cha porco ut mangisa mitisa rota copara. E gumba gigi, quantin, noli makichisa. Ninga ninga kitrita, nimo tanuv aiola, tanque kuta. O wala wanga, tuske yuwala wa, tablota wijawa. Wenn es Geld bringt, erledige ich jedes Ziel. Una gota nik mi chawa wermo. Putula musta, wo grani tampio, du pushi wompa. Boka, te talia shnek krula, woska kuapot nutta. Ich bringe den Kopf, verstanden. Sayadumbi nu avadikuna. Chidu nik di dogi. Seid vorsichtig, kleiner Kopfgeldjäger. Huttenfluch ist mal in einen Palast eingebrochen, hat jede Menge Captains und mächtigen Hutten umgebracht. Das sollte hier kein Problem sein. Auf dem Planeten. Jetzt hole ich mir mal den nächsten. Ich habe schon damit gerechnet, dass der hier mehr irgendwas zu sagen hat. Ihr! Ja! Jawohl! Gerettet! Endlich! Nemro, der Großzügige, holt mich aus dem Sumpf, ja? Gibt mir neuen Namen, neue Arbeit, macht mich zu Administrator Schnitte. Nemro befiehlt mir, Vollstrecker in Arbeitslager bei der Stange zu halten. Aber sie schubsen Evoki herum. Sie lachen über mich. Soll ich die Blaster auspacken oder ihnen nur ins Gewissen reden? Vollstrecker schwer zu bekommen, noch schwerer im Zaum zu halten. Also glauben sie, dass sie alles tun dürfen. Aber wir können sie nicht töten. Geht ins Arbeitslager, haltet dem obersten Vollstrecker eure Waffe unter die Nase, zeigt ihm, dass mich niemand auslacht. Und ich gebe euch einen Haufen Credits. Sollte ja kein Problem sein.
Wo wollen Sie hin? Alle Taxis brechen pünktlich auf. Mist. Wäre sinnvoller gewesen, vielleicht zu laufen. Gerade wenn es hier jemanden auf dem Weg gibt, der noch eine Mission für mich hat. Ich wollte gerade meinen Gleiter aktivieren, aber ich habe noch gar keinen. Sieht man mal, wie lange ich mit meinem Jedi-Ritter gespielt habe. Dass ich schon fast aufs Reflex die untere Leiste hier gegangen bin. Moment mal, ich müsste auch eigentlich einen Gleiter bekommen haben. Das nehme ich jetzt einfach mal alles. Zehn von zehn, dann kann ich das löschen. Ja, hier war ein Gleiter. Titel, Haustier, nichts. Nichts. Das Feuerwerk will ich jetzt nicht einsammeln. Das ist noch Ausrüstung, die dazu auch noch ziemlich schwach ist, weil die keine Modifikation haben, die Ausrüstungsgegenstände. Suchtruide, das ist auch ein Haustier. Wie ich hörte, macht ihr Schnitte das Leben schwer. Und ihr respektiert Nemros Autorität nicht. Was? Wer seid? Oh, hör zu, es tut mir leid, wirklich leid. Die Jungs und ich wollten doch nur ein bisschen Spaß haben. Wir wussten ja nicht, ihr bringt mich doch nicht um, oder? Wenn ich noch einmal hier raus muss, wird es das letzte Mal gewesen sein. Dazu wird es keinen Grund geben, Boss, das verspreche ich. Wir lassen Schnitte ab jetzt in Ruhe. Wir lachen nicht mal mehr über seinen Namen. Ehrenwort. Das ging ja schnell. Nee, falsche Taste, die hier. Die lenken mich ein bisschen ab. Chuvahai, Fremdling. Das heißt Hallo in der Sprache der Evoki. Hier kommen nicht viele Besucher vorbei, die keine zurückgebliebenen Wilden sind. Seid ihr ins Arbeitslager gekommen, um nach Arbeitskräften zu suchen? Eigentlich nicht. Ich bin aus einem anderen Grund hier und habe nur aus Neugierde vorbeigeschaut. Nun denn, schön euch zu treffen. Es ist schön, mal mit jemandem zu sprechen, der nicht im Schlamm lebt. Ich heiße übrigens Vasunta. Ich verkaufe Abfall an die Evoki. Drecksarbeit. Aber sie lohnt sich. Die meisten Evoki sind anständig, aber nicht besonders klug. Genau wie mein kleiner Helfer hier. Sag Hallo, Imot. Willkommen in Vasuntas Schatzkiste. Kennt ihr den schwarzen Tod, der mein Volk umbringt? Imot, ich sage dir doch immer wieder, dass nicht jeder Fremdling den schwarzen Tod kennt. Ignoriert ihn einfach. Das ist nicht euer Problem. Was ist denn los? Irgendein verrückter, reicher Kerl rennt herum und schießt Evoki ab. Ziemlich übel. Der schwarze Tod tötet die Leute meines Volks nur so zum Spaß. Er schlachtet Frauen und Kinder ab. Zuerst hat der feindliche Evoki in den Sümpfen gejagt. Aber jetzt tötet er auch die im Arbeitslager. Er scheint viel Spaß dabei zu haben. Er behält ihre Ohren und Zähne als Trophäen. Wenn dieses Gemetzel weitergeht, muss ich mir vielleicht noch eine echte Arbeit suchen. Ich wette, jemand wie ihr könnte diesen Kerl überzeugen, damit aufzuhören. Ich würde auch dafür sorgen, dass es sich für euch lohnt.
Den ziehe ich aus dem Verkehr. Fantastisch. Vielleicht rettet ihr dadurch ja mein Geschäft. Seht euch nach einem Fahrzeug in den Sümpfen um, das von Sicherheitsdruiden umgeben ist. Der schwarze Tod mag keine Besucher. Ihr solltet euch definitiv erst um die Druiden kümmern, bevor ihr mit ihm redet. Viel Glück. Also ich weiß nicht, dass man die jetzt in den Zwischensequenzen die anderen Spiele auch sieht. Das war eigentlich beim Jedi-Ritter nicht so.